Gefährdet der Minijob meine EM-Rente? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir bekommen sehr, sehr viele Fragen zum Thema EM-Rente und sehr, sehr oft auch immer wieder die gleiche Frage: Was ist, wenn ich einen Minijob habe und ich eine volle EM-Rente bewilligt bekommen habe? Entweder als Dauerrente oder als befristete Rente oder als Arbeitsmarktrente. Sie müssen sich im Grundsatz: Die deutsche Rentenversicherung betrachtet den Minijob als rentenunschädlich. Es ist ein fürchterliches Wort, ich weiß das, aber rentenunschädlich heißt also nichts anderes, dass die deutsche Rentenversicherung das klaglos hinnimmt, dass sie einen Minijob machen. Und es interessiert da auch keinen, wie die Stundenverteilung da in der Woche ist. Denn die deutsche Rentenversicherung geht davon aus bei einem Minijob, dass man nicht mehr als 15 Stunden in der Woche arbeitet. Es gibt natürlich Ausnahmen beim Minijob. Sie sollten immer aufpassen, wo Sie, also in welchem Bereich Sie arbeiten. Beispiel, Sie waren früher mal Bäcker in einer Großbäckerei. Ja? So, und dann sind Sie krank geworden und haben angegeben bei der deutschen Rentenversicherung, dass Sie dort als Bäcker Staub geschluckt haben, deshalb krank geworden sind. Dann können Sie oder sollten Sie bitte einen Minijob nicht im Bereich der Bäckerei machen, weil das könnte die deutsche Rentenversicherung nämlich dazu bringen, dass sie da mal näher nachfragt. Also nochmal, Minijob 450 Euro ist für die volle EM-Rente kein Problem. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.